Schönen guten Tag, mein Name ist Niklas Kort. Sie sehen heute Abend Die Ratten in einer Inszenierung von Michael Thalheimer aus dem Jahre 2007. Da war die Premiere. Und ich habe jetzt gerade noch mal in das Textbuch reingeguckt. Also ich habe in der Inszenierung den Bruno Michelke gespielt. Wobei ich dazu gleich sagen muss, heute Abend, wenn Sie die Aufführung sehen, in der Fernsehaufzeichnung, dann spiele ich dort nicht den Bruno Michelke. Ich habe die meisten Vorstellungen davon gespielt. Ich habe auch die Rolle entwickelt und die Premiere gespielt und die letzte Vorstellung und beim Theatertreffen gespielt und alles. Nur bei der Fernsehaufzeichnung habe ich leider nicht gespielt, da war ich nämlich krank. Heute Abend sehen Sie Mirko Kreibich in der Rolle des Bruno Michelke, nicht mich. Ich habe jetzt gerade noch mal gelesen, was Gerhard Hauptmann schreibt. Bruno Michelke ist eher klein als groß, hat einen kurzen Stiernacken und athletische Schultern, niedrige, weichende Stirn, bürstenförmiges Haar, kleiner, runder Schädel, brutales Gesicht mit eingerissenem und vernarbtem linken Nasenflügel. Die Haltung des etwa 19-jährigen Menschen ist vorn übergebeugt. Große, plumpe Hände hängen an langen, muskulösen Armen. Die Pupillen seiner Augen sind schwarz, klein und stechend. Er bastelt an einer Mausefalle herum. Ich kann mich jetzt noch genau an die erste Probe erinnern mit Michael Thalheimer. Ich war damals Anfänger am Deutschen Theater, glaube ich 2 Jahre oder so im Ensemble und war total aufgeregt, weil ich konnte mit Constanze Becker spielen, die ich schon bewundert hatte, bevor ich überhaupt auf die Schauspielschule ging. Und die spielte meine Schwester und ich war also bei dieser Eröffnungsszene dabei mit Constanze Becker und Regine Zimmermann als Frau John und Pippa Karska und eben ich als Bruno Michelke. Es war dann doch relativ schnell klar für Michael Thalheimer, dass ich dann mich nach vorne rechts an die Rampe stellen sollte und die Mausefalle war dann gleich weg. Aber was ich interessant fand, er hat durchaus angefangen in so einer ja, fast naturalistischen Art und Weise erstmal zu probieren, aber das hat dann nicht lange vorgehalten und letztlich standen wir dann eben vorne und haben nach vorne gespielt. Ich war auch jemand natürlich, ich wollte mit meinen Partnern spielen und ich wollte immer Constanze Becker angucken und ich wollte immer Regine Zimmermann angucken und er hat aber immer gesagt, nein, nicht so devot den Partner angucken, spiel das nach vorne, weil ich liebe bei den Schauspielern die Fähigkeit, ihre Energie und ihre Gedanken und alles nach vorne zu projizieren. Aber interessanterweise entstand dann, wenn man sich darauf einlässt, entsteht dann, und so war das auch bei dieser zweiten Arbeit für mich mit Thalheimer, war das dann so, dass eine ganz große Intimität mit den Kollegen entsteht. Also es ist überhaupt nicht so, dass man dann nicht miteinander spielen würde. Man spielt vielleicht sogar noch viel mehr miteinander dadurch, dass man sich nicht anschaut und dadurch, dass man aber, man braucht den Partner so intensiv und man hat eine so große Sensibilität miteinander, gerade weil man sich nicht anguckt. Und das ist ganz interessant. Das Bühnenbild bei den Ratten von Olaf Altmann, der sehr viel mit Thalheimer gearbeitet hat, die Musik von Bert Wrede und die Kostüme von Michaela Barth. Und die Besonderheit des Bühnenbilds liegt darin, dass Olaf Altmann den Schauspielern durch dieses Bühnenbild schon sehr viel vorgegeben hat, also eine Körperlichkeit, weil die Bühne, glaube ich, die Größe ist, glaube ich, nur 1,60, also auf jeden Fall kleiner als die meisten Schauspieler, die da mitspielen. Das heißt, man musste sich dann durch das Bühnenbild, was natürlich die Dachkammer bei Hauptmann darstellen soll, die natürlich mit ganz vielen Requisiten und da steht das und da steht das. Das wird natürlich bei Thalheimer alles weggelassen und konzentriert, die diese Dachkammer eben darstellt und die auch natürlich die sozialen Umstände darstellt, letztlich den Druck, der auf diesen Figuren lastet. Und so musste jeder sich zu diesem Bühnenbild verhalten und alle hatten auf irgendeine Art eine gebückte Haltung, aber jeder Schauspieler hat diese gebückte Haltung anders entwickelt. Jetzt will ich noch was erzählen zu der Szene, wenn Bruno kommt und den Mord gesteht. Thalheimer sagte dann an einem Freitag, die Szene kommt ja relativ spät im Stück, also am vierten Akt, am Ende des vierten Aktes,
Und Thalheimer sagte dann am Freitag zu Konstanze und mir, also am Montag machen wir dann diese Szene und bereitet euch gut vor, das ist Weltliteratur. Und ich dachte dann so, um Gottes Willen, jetzt baut der wirklich hier diesen Druck auf. Aber das ist auch diese ganz sympathische Art von Micha, die ist wirklich total sympathisch. Und aber auch klar zu machen, ich will da von euch irgendwie was Gutes sehen. Ja. Und das ist eine Wahnsinnsszene. Und er hat recht gehabt, es ist Weltliteratur. Und er hatte eigentlich recht, es auch auf dieses Level zu bringen und zu sagen, das ist was Tolles, was ihr da spielen könnt. Und dann war ich hinten. Vorher war wir waren am Montag, wir waren dann wir probten in diese Szene. Und vorher ist diese Szene mit Frau John und Herrn John, mit dem wunderbaren Sven Lehmann. Für mich ist das heute Abend auch eine Hommage an Sven Lehmann, weil es so schön ist, ihn einfach nochmal zu sehen. Weil ich sagen muss, dass ich ihn sehr vermisse, weil er leider 2013 gestorben ist. Und Hauptmann macht es ganz klug, weil er lässt den Bruno ganz am Anfang auftreten und dann lässt er die anderen Figuren immer wieder über ihn sprechen. Aber er taucht selber erstmal ganz lange, also bis zum Ende des vierten Aktes, nicht mehr auf. Und Bruno hat das gemacht und wo ist Bruno? Und wir haben das gehört. Und dadurch entsteht so auch dieses Geheimnis dieser Figur, dass der am Anfang da ist und merkwürdige Dinge sagt, merkwürdige Dinge tut, eben irgendwie anders ist, aber auf eine Art auch total sympathisch, also eine fantastische Figur. Und dann am Ende des vierten Aktes, Hauptmann hat dafür gesorgt, dass wir ihn nicht vergessen haben, taucht plötzlich Bruno wieder auf mit einem Pfeifen. Bruno, was bist du denn? Ja. Dann also kam eben diese Szene und wir spielten dieses Mordgeständnis zum allerersten Mal. Wir haben angefangen, das im Stehen zu spielen und der John und Bruno brüllen sich kurz an. Und dann stand ich da vorne und guckte Konstanze an, guckte nach vorne und dann sagte Micha nur: Setz dich mal hin, Bruno. Und dann setzte ich mich also hin. Und haben wir plötzlich ganz einfach, ganz normal diese Szene gespielt, die auch grauenerregend ist und durch was diese beiden Figuren da durchgehen. Ich will noch einen Satz sagen zu Sven Lehmann, der eben leider schon verstorben ist. Sven war ein grandioser Kollege, ein fantastischer Schauspieler und ein grandioser Kollege. Und immer wenn ich zu diesem Auftritt gegangen bin, wenn der erste Auftritt vorbei war und dann war ich länger in meiner Garderobe und dann zu dem zweiten Auftritt im vierten Akt, da wurden Sven und ich immer zusammen eingerufen. Und dann kam dieser Einruf: Herr Lehmann und Herr Korrott, bitte auf die Bühne. Und dann ging ich raus und sah in dem Gang in der Garderobe, wie Sven auch rausging. Und dann schauten wir uns immer an. Wir sind oft sogar unterschiedliche Wege dann zur Bühne gelaufen. Und Sven sagte so ganz kurz zu mir: Viel Spaß, Niklas. Ich sagte: Danke, Sven, dir auch. Und das war so, das gehörte so, man braucht manchmal im Theater so bestimmte Rituale. Und das war ein Ritual, das gehörte so dazu, dass Sven und ich uns da noch mal kurz sehen, bevor wir uns auf der Bühne gleich anbrüllen, ganz aggressiv und animalisch. Und diese Szene mit Konstanze gespielt hatte, wenn Bruno den Mord gestanden hat und dann ins Nirgendwo verschwindet, man weiß nicht wohin und man weiß nicht, ob sie sich jemals wiedersehen, ob Bruno, was mit Bruno jetzt so passiert, er ist einfach weg. Und ich hatte dann diesen Moment als Figur, diesen Moment als Schauspieler. Ich ging dann also nach hinten ab, auf der Bühne noch stehend, hinten, da warteten auch die anderen Schauspieler und da stand dann immer Sven neben mir. Ich musste mich neben Sven stellen und manchmal bei manchen Aufführungen, in manchen seltenen Momenten, sagte Sven dann so zu mir, ganz leise, so dass nur ich es hörte: Das war schön heute, Niklas. Hast du schön gemacht oder so. Ja. Sven fehlt mir wirklich, das muss ich sagen. Aber umso toller, ihn kennengelernt zu haben und umso toller,
dass wir ihn heute alle gemeinsam sehen können in den Ratten von Gerhard Hauptmann in einer Inszenierung von Michael Thalheimer des Deutschen Theaters. Viel Spaß dabei.